Moin, meine lieben Zockerstachel. Guck mal, es ist 9 Uhr beim Aufstehen. Willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Und wisst ihr, was ich ganz vergessen habe in der letzten Folge? Frohes neues Jahr. Meine Fresse, wir haben ja schon 2022, also jetzt nicht bei der Aufnahme, aber 30.12. Aber wenn ihr das Video guckt, auch das letzte schon. Damn. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und wir hoffen natürlich, denke ich mal alle, dass dieses Jahr alles besser wird, oder? Das hoffen wir schon. Und die zwei haue ich jetzt nochmal irgendwo rein. Die Eier warte ich mal auf die neuen Sachen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir in diesem Jahr endlich die Pandemie so einigermaßen hinter uns lassen können. Ich meine, Corona geht ja nicht mehr weg. Aber so einigermaßen fit sein mit Corona, also dagegen, wäre ja schon mal top. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Kann ich eigentlich gleich wieder mit reindrücken, ne? Nee? Ah nee, das ist Gras. Ich bin doof. Hier. Oh Gott, so viel schon wieder da. So, einmal noch brauchen wir Illusion, glaube ich. Ich gucke jetzt nochmal nach. Ihr wisst ja, ich bin manchmal ein bisschen dämlich. Blau 30, da brauchen wir noch 10. 20 gelb, 10 rot. Ah, ne, da brauchen wir noch ein bisschen. Können wir damit erstmal weitermachen. So, rot ist nämlich Illusion. Was ist das? Ja. Und das andere ist hier, das ist Flexi, das ist Festes. Dann müsste es das weiche Gras sein. Jo. So, dann haben wir das wenigstens schon mal wieder in Betrieb. Wir haben dich. Wir haben dich. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, die kann ich jetzt ja auch verkaufen, ne? Ja. Sofern wir sie erstmal nicht mehr brauchen, verkaufen. Das bringt Kohle. Wir haben ja den Riesen fertiger gemacht. Mehr brauchen wir davon ja erstmal nicht. Guck mal, das sieht doch schon mal gut auf. Gut aus. Ist zwar noch nicht auf dem Konto, aber lübt. So, ich glaube, ich gehe erstmal zu den Tieren, bevor ich hier ernte. Das ist ja doch immer so, dass es alles ein bisschen... So, das muss ich aber mitnehmen. Was habe ich hier den ganzen Tag in der Tasche? Ich kenne mich ja. Ich sehe Ernte, Ernte, Ernte. Nicht Ente, 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 aber Ernte, Ernte, Ernte. Ah, guck mal. Es passt mal wieder alles rein. So, heute müsste ich, glaube ich, wieder ordentlich was zu tun haben. Hier beim letzten Mal war ja nicht so viel. Kann ich nicht so gut. Hasen kann ich nicht. Ich habe mal gehört, manche sagen Muck, Muck. Und ich habe auch schon von manchen gehört, das ist so ein ostdeutsches Ding. Muck, Muck. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Muck, Muck macht der Hase auf jeden Fall nicht.
Ja gut, du wirst auch gleich gestreichelt. Wenn du das möchtest, bin ich ja nicht so. Wir haben halt immer noch 3 Sterne-Eier. Und ich glaube echt, das liegt an der... Wir müssen die nochmal hoch züchten. Aber wir haben keinen Platz mehr, ne? Ich hätte einfach echt... Wir können ja welche verkaufen, oder? Ah, gerade nur die Seidenhühner, wenn wir jetzt Luise die zweite verkaufen. Oder Luise die erste. Ich will eigentlich, ich will meine Tiere eigentlich nicht verkaufen. Können wir die überhaupt verkaufen? Ich bin da ja immer so, oh, ich mag meine ganzen Tiere. Das ist auch, ihr glaubt gar nicht, wie oft die Leute fragen, bei uns jetzt, weil wir ja nun mal Enten haben, also Laufenten. Ups, ich brauche die eigentlich gar nicht, egal. Ob die Weihnachten oder so gegessen werden? Nein. Nein, nein und nochmal nein. Ich bin da sehr tierlieb. Und ich könnte zum Beispiel auch... Also ich sag mal so, ich könnte Enten halten, um sie zu schlachten, ja. Aber nicht selbst. Ich müsste sie irgendwo hinbringen. Das ist für die Tiere wiederum Stress. Nicht gut fürs Fleisch. Dann kommt dazu... Ich dürfte denen dann keine Namen geben. Sonst würden die nicht... Also dann müsste ich da so kurz in den Stall so Futter hinschmeißen und wieder raus. Hab sie gar nicht gesehen. Also überhaupt keine Bindung darf da entstehen. Dann könnte ich das einfach nicht. Oh, warte. Hab ich noch Platz? 4. Das müsste ja lang für... Mango. Und... Kokosnuss. Und die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Geht klar. Ist das nicht irgendwie so ein Kinderlied? Kinderspielen sogar? Irgendwie kenne ich das irgendwie immer aus der Werbung. Warum auch immer. So ein Affenspiel oder so? Aber die müssen wir auf jeden Fall mal 9 Stück da draus. Das machen wir mal eben. Und dann kriegt der erstmal den 6er. Im Lotto. Oh, hier 12 Stück. Das ist schon krass. Hier nochmal 6. Hier Nummer 4. Und der Rest kommt erstmal hier rein. Daraus eine Saat? Nö. Und dann müssen wir ja auch nochmal, haben wir auch noch gar nicht gemacht. Oh. Machen wir das erstmal Alpaka Weiß. Und rosa. Ob wir hier noch was haben. Nö. Dann war das erstmal okay. Aber. Ups. Du bist bestimmt auch fertig. Siehst du wohl? Leck. Alles verkauft. Oh, die bringen ordentlich was hier. Hm. Das lohnt sich ja jetzt eh nicht mehr. Ist ja jetzt nicht so, dass ich noch 30 Wochen spiel. Jetzt hätte ich überlegt, doch nochmal andere Mangobäume zu pflanzen, damit da vielleicht bessere Früchte dran kommen. So, wir können wieder... Oh, wir können nochmal... Nochmal was pflanzen heute. Ja,
Au. Boah, 9. Stufe 9. Krass. Ich habe natürlich jetzt überhaupt noch nicht an den Sommergarten gedacht. Das ist natürlich doof. Kann ich jetzt Kartoffeln? Müsste ich gleich mal gucken. Kartoffeln für den Sommer? Das müsste ich hier draus wirklich nochmal... Ah, gucken wir gleich mal. Wir gehen mal eben in die Stadt. Zur Not kann hier die Melone meine Perle essen. Wenn sie da Bock drauf hat. Dann mag sie auch keine Melone. Keine Ahnung. Hey. Ah. Ja, so, Melone ist Sommer. 7 Tage. Das heißt, ich könnte die nochmal pflanzen. Kommt drauf an, wie lange es dauert, daraus einen Samen zu machen. Oder 2 sogar, ne? Wie sieht denn das aus mit Erdbeeren sind bestimmt Frühling? Erdbeeren sind Frühling, siehst du? Dann brauche ich ja irgendeinen Samen da auf jeden Fall noch. 8 Tage. Mal eine Zucchini. Ich nehme mal eine Zucchini mit. Und dann hatten wir ja hier noch die Melone. Wir hatten die Ananas. Genau, Ananas hatten wir noch nicht. 6 Tage. Nö, ich hab sonst alles. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Pure Leidenschaft der Teilnehmer hat mich wirklich ins Staunen versetzt. Ich sag dir immer dasselbe. Gar nichts Neues, wa? Hm. Glückwunsch, eine Goldmedaille beim Fest. Was für ein elektrisierender Anblick. Na gut. Yeah. Gut, dann brauche ich jetzt auch keine Melonsaat mehr machen. Auf geschissen. Ich gucke einfach mal, ob meine Perle die möchte. Möchtest du die? Mhm. Oh, danke, sehr lieb von dir. Habe ich dir mal Mittag gebracht, ne? Oh, eigentlich schon Abendbrot. Passt. Eine Knutschkugel. So. Eine Zucchini. Und hier, was? Ich soll Ananas machen. Wenn hier einer Ananas macht, dann will ich das. So. Was hätten wir? Also, dann sind die ja, glaube ich, morgen dran. Noch was anpflanzen. Was Neues. So, wie weit seid ihr denn hier so? Sonst gehe ich gleich nochmal Holz hacken. Wenn dann schon wieder Holz da ist. Hä? Achso. Das war doch leer. Ja, muss auch den richtigen nehmen. Okay. Hey, hey. Gut, gucken wir mal nach Holzhack. Könnte besser sein, ne? Oder? Ah, hier geht's schon wieder.
alles mitnehmen, was geht. Hier ist ein bisschen dünn, ne? Kollege. Muss man dafür sorgen, dass es hier ein bisschen besser wächst alles? Oder wachsen die bei dir da unten nicht, wo du sitzt? Wahrscheinlich nicht. Gut, das läuft alles, ne? Ja, so. Gucken wir uns nochmal um hier. Fertig, fertig. Immer noch nicht alle. Also nochmal Eier. Batterie lässt nach, war ja klar. Ah. Ich habe mir für die Switch Hot Wheels Unleashed gekauft. Das war... da zocke ich natürlich auch mal so ein bisschen privat gerade noch. Ich weiß auch nicht, ob das was für euch wäre, wenn wir das mal... Ach, ich bin so doof. Ich wollte gerade sagen, sobald der Stream beginnt und so, wieder Bock hättet, mal so ein bisschen Autorennen mit Hot Wheels Autos. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das was für euch wäre. Oh yeah. So, das ist auch schon wieder 8 jetzt, ne? Dann können wir auch mal hier langsam biegsames Holz. Zack. Was war da jetzt drin, ne? Illusion, bestimmt, ne? Und dann haben wir noch robustes Holz. Aber glaube ich nicht mehr so viel von, ne? Gut, müssen wir auch mal wieder besorgen. Kling, kling. So, gehen wir erstmal durch. Das, das, das. Das und das. Ah, hier geht holztechnisch gar nichts mehr rein erstmal. Hier rein, die gehen hier rein. Ja. Ja. Ich glaube, ich muss den hier nochmal mit aufbauen. Hat der nochmal ein paar Hühner züchten. Dass wir nochmal eine neue Generation haben. Ich glaube, das muss ich mal probieren. Da. Machen wir mal morgen. Meiner für Blödsinn. Okay, das dauert denn erstmal noch? Haben wir noch genug blaue, dass ich die zwischendurch mal einblauen könnte ich erstmal noch machen. Die anderen sind ja gerade so ein bisschen out of order, da haben wir nicht genug von. So, einmal nochmal Eier reinhauen da.
dann wollte ich eigentlich drüben nochmal was gucken, aber ne, der Tag ist schon wieder vorbei. Habe ich wirklich alles gemacht? Ja, ich glaube, ich habe alles gemacht. Ich brauche nicht, um ins Bett zu gehen. Es wird eng und stinkt, glaube ich, auch. So ein bisschen nach Pferd. Hey, hey! Lass mich nicht streicheln mit meiner Axt. Uschi, ich gehe schon mal im Bett, ne? Langt für heute, war ein kurzer Tag, aber trotzdem viel erreicht. Rote Paprika. Saphir. Diamant, ey, was das der gebracht hat. 56.000 haben wir wieder gemacht. Also ich finde, das ist, wie gesagt, wir könnten natürlich viel, viel mehr. Wir könnten hinten im dritten Bereich könnten wir noch so viel anpflanzen, bis der Arzt kommt eigentlich. Aber will ich eigentlich gar nicht so. Da bin ich ja nur noch am Rödeln da, ne? Komm gar nicht mehr in die Stadt und so. Ist auf jeden Fall meine Vermutung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn vielleicht jemand Bock hat, von euch mich zu unterstützen, kann er das gerne tun, indem er eine Videobeschreibung guckt. Dort ist ein PayPal-Link für ein kleines Trinkgeld. Oder ihr könnt euch bei Gamers Gear geile Gaming-Klamotten kaufen. Kriegt noch 15% Rabatt über meinen Link. Sollte das nicht klappen, nimmt den Rabattcode KaktusRabatt. Davon kriege ich halt eine kleine Provision. Und wenn ihr Bock habt, auf Discord zu kommen, auch in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschauen. Bis denn!